Salam alaikum und hallo. So, das war es, ein spontanes Video. Mir ist was eingefallen, und zwar, ich wollte euch ein bisschen über Schwerin berichten, wo ich ja ursprünglich herkomme. Ja, ich bin hier in Schwerin im Osten geboren und da lebt meine Mutter noch, und wie ihr ja wisst, habe ich ja schon ein Video drüber gemacht, aber ich wollte euch mal ein bisschen so über Schwerin erzählen. So, naja, gut. Also, ich war hier jetzt vor kurzem da, und ne, weil ja mein Sohn Geburtstag hatte und eben, ne, aber ich wollte nicht so weit ausschweifen. Jedenfalls bin ich dann nach Schwerin an den Tag, also bin ich dann mit dem Zug nach Schwerin gefahren von Hamburg, weil ich ja Zwischenpause gemacht habe. Und ja, und immer wieder habe ich das Gefühl, wenn ich in Schwerin ankomme, dass man dort ein bisschen stehen geblieben ist. Das werde ich euch gleich erklären. Also, ich bin dann eben mit der Bahn gefahren. Bin ich mit der Bahn? Nee, ich bin nicht mit der... Nee. Ja, ich bin mit der Straßenbahn gefahren, mit der, also, ne, weil meine Mutter wohnt ein bisschen außerhalb. Also, ein bisschen muss man fahren mit der Bahn. Bis dahin, also großer Dresch, ne? Das ist so ein kleiner Ortsteil, also Stadtteil von Schwerin. Ja, und dann bin ich ja da so angekommen, und ja, so die Tage gingen ganz schnell eigentlich vorbei, weil eigentlich ist es ja ganz gut. Ich bin nicht so gerne dort. Ich bin eigentlich nur in Schwerin, wenn ich wegen meiner Mutter. Und wir haben uns so ein bisschen was vorgenommen, sind dann Kaffee trinken gegangen, und irgendwann sind wir dann mal in die Stadt gefahren. So, und jetzt, na, um für meine Mutter was zu kaufen, und ja, das haben wir dann auch gemacht für ihr Geburtstag. Sie wollte unbedingt ein Kleid, aber wir haben ihr eine Bluse gekauft. Und danach sind wir dann eben Kaffee trinken gegangen. Ja, weil da so ein Kaffee, das sind so zwei so ein Center, Schlossberg Center, und das andere weiß ich jetzt nicht, wie das heißt. Egal, das sind die einzigen großen Center, wirklich die einzigen großen Center, die es in Schwerin gibt. Ja, seit der Wende. Also in Schwerin, da hat sich nicht viel getan. Da komme ich aber gleich noch zu. Und dann war ich eben mit meiner Mutter Kaffee trinken, und dann sitzen auch so ältere Leute. Ich sage immer, Schwerin ist die Stadt der älteren Leute, weil man sieht da nicht so viele junge Leute. Lassen wir jetzt mal die ganzen Geflohenen, also die Flüchtlinge, weg. Also die zählen wir ja zum Beispiel nicht dazu. Nur so die Bewohner von, ne? Weil viele ziehen von dort weg. Erkläre ich euch auch gleich. Wir waren dann so Kaffee trinken. Ich weiß jetzt nicht, ne, meine Mutter, glaube ich, ja, sie war, ich weiß jetzt nicht, ob sie auf Toilette, weiß ich jetzt nicht mehr genau. Jedenfalls so saßen so neben mir so ein paar ältere Leute. Die haben sich so ein bisschen unterhalten. Ich kriege das ja öfters so mit, ist ja klar, ne? Und dann auf einmal fingen sie an, über Flüchtlinge zu reden. Das ist immer so ein Thema für sich. Aber wenn ich das höre, wird mir echt, dann könnte ich echt, ich werde dann, am liebsten würde ich mich dann einmischen. Ich sage mir immer, nee, bleib mal ein bisschen ruhig und halt dich mal da raus. Das bringt sowieso nichts. Weil mit denen kann man nicht reden. Das ist einfach so. Denn kamen sie dann, ja, warum kommen immer mehr, und die sollen mal lieber in ihrer Heimat bleiben oder in ihre Heimat wieder zurückgehen. Die wollen die Flüchtlinge dort nicht haben. Wie ich gesagt habe, Schwerin, also der Osten aus Schwerin, ist stehen geblieben. Also sie waren schon immer so, und die werden sich auch nie ändern. Und dann kam irgendwann eine ältere Frau zu mir, also vielmehr zu meiner Mutter erstmal, und dann hat sie sich mit meiner Mutter unterhalten, hat, glaube ich, mitgekriegt, dass ich Deutsche bin und Kopftuch trage. Und dann hat sie so mit mir geredet, ja, darf ich mich mal mit Ihnen unterhalten? Und gesagt, ja, warum nicht? Ich sehe ja, dass Sie sind Muslime. Ich habe gesagt, ja, mein Schwiegersohn ist auch Muslim, er kommt, ich glaube, Afghanistan oder irgendwas war das, jedenfalls. Und ihre Tochter ist ja Deutsch, ist ja klar, ne? Und sie hat auch immer so Anfeindungen, ne, von denen, und wie kann man nur und dies und das. Na, deswegen sage ich, Schwerin ist stehen geblieben in der Zeit. Ne, das war schon immer so gewesen und wird sich wirklich nie ändern. Nie. Es wird sich nicht ändern. Darum fühle ich mich dort auch nicht wohl. So.
Und haben wir uns lange unterhalten und so. Und hat sie gesagt, ja, ich finde es schön, dass man sich mit ihnen unterhalten kann. Ich gesagt, ja, mit mir kann man sich auch sehr gut darüber unterhalten, weil ich bin ja Muslime, ne? Und wäre ja schlimm, wenn nicht. Wir haben uns eine gewisse Zeit unterhalten, dann ist sie gegangen, dann bin ich gegangen. Und ich habe einen Tag, wo ich zu meinem Sohn gefahren bin, zu meinen Kindern, wo wir in Hamburg waren und seinen Geburtstag nachgefeiert haben, habe ich gesehen, und das ist der einzige Laden, ein Halal-Laden. Ich weiß aber nicht genau, ob er Halal ist, weil ich habe den Verkäufer gefragt. Er hat gesagt, zwar, aber manchmal steht dann drauf, oben an der Wand, Halal. Bei ihm stand nichts dran. Und dann habe ich mir gedacht, habe ich zu meiner Mutter gesagt, ich möchte gerne dorthin fahren, ein bisschen Fleisch kaufen. Ja, und dann sind wir da hingefahren, haben wir da Fleisch und das ist der einzige Laden in ganz Schwerin. Und wir sagen jetzt, sagen wir wirklich, in Schwerin gibt es Flüchtlinge und viele Muslime. Und wisst ihr, was die Muslime machen, was die Syrer und so, wenn die Geld haben, was wisst ihr, wo die hinfahren müssen? Nach Hamburg. Und das ist eine Stunde oder Lübeck. Früher sind sie nach Lübeck gefahren. Ungelogen. Die machen nichts für die Flüchtlinge. Die machen nichts für die Muslime. Weil Schwerin ist ein bisschen rechts, ne? Nicht nur ein bisschen, sondern ganz schön. Ich kriege da nicht sehr, sehr viel mit, weil ich kann ja immer wieder wegfahren. Ich bin froh, wenn ich wieder weg bin, weil ich fühle mich in Schwerin nicht wohl. Aber für die Leute, also für die Flüchtlinge und überhaupt für die Muslime, ist es nicht einfach. Ja, es ist nicht einfach, dort zu leben. Weil erstens gibt es da nur ein Laden, Halal. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob der Halal ist. Jedenfalls gibt es da nur einen Laden. Und da muss man auch ein bisschen fahren. Ne? Und da, wo die Flüchtlinge sind, also geflohen sind, das ist eine ehemalige Kaserne. Und das ist in Sternbuchholz. Und das ist eine ganz schöne Strecke zu fahren. Erst müssen sie mit dem Bus fahren, bis zum Drisch. Und dann fahren sie mit der Bahn. Und dann Richtung Bahnhof. Ja, das ist, ich weiß jetzt nicht, wie lange, vielleicht ist der jetzt ein Jahr, keine Ahnung, wie lange der jetzt schon da ist. Ja, ich habe den ja vorher nie gesehen, aber der scheint noch nicht lange zu sein. Vorher war ein Laden gewesen, da war nur ein bisschen so Wurst oder war kein Fleisch. So, und so viel wie ich weiß, gibt es da nur zwei Moscheen. Zwei Moscheen. Ja, und ich weiß nicht, wie viele Flüchtlinge da sind, überhaupt Muslime sind. Sprechen jetzt von Muslimen. Weiß ich nicht. Ja. Ich, wie gesagt, kann wieder fahren. Die müssen aber dort so lange bleiben, bis sie ihren richtigen Aufenthaltstitel bekommen. Sonst woanders dürfen sie ja nicht hin und wohnen. Das ist das Problem. Und das wissen die ganz genau. Da macht keiner was für die Muslime. Macht keiner was. Es macht wirklich keiner was. Wenn mich jetzt zum Beispiel einer dies und das, ne, und warum tragen sie Kopftuch? Natürlich wird schief geguckt, aber mir ist es egal. Mir ist es egal, weil ich kann wieder fahren, wie gesagt. Aber die müssen da tagtäglich mit umgehen, ja. Ihre Kinder müssen damit umgehen. Normal, die Situation, was die erleben. Und die sind hierher geflohen, ne, und kommen aus einem Land, wo Krieg war, vielleicht Syrien, ne, und ihr wisst, was ich meine. Und denn jetzt, Schwerin ist die Einwohnerzahl, 96.000 Einwohner leben dort. Jetzt, ne, und vielleicht, ich weiß nicht, ob da die Flüchtlinge mit drinne sind, seit 2019. Ist eine Kreisstadt, ist eine Mittelstädte, kleine, also ja, Landeshauptstadt ist es. Vielleicht wisst ihr das, ist Landeshauptstadt ist Schwerin, ne? Und ist die ja, Landeshauptstadt von Deutschland, zugleich aber nach Rostock die zweitgrößte Stadt. So, jetzt rechnet euch mal aus. Es sind viele Muslime dort, die da leben.
die müssen ja auch irgendwie essen. Und die können ja nicht nur immer Fisch oder sonst oder irgendwas oder nach Hamburg, weil die haben ja gar kein Geld. Eigentlich haben die kein Geld, um nach Hamburg zu fahren. Das kostet Geld. Das sind 32 Euro, wenn vielleicht, wenn Mecklenburg-Vorpommern Ticket, aber es kann sich auch nicht jeder leisten, versteht ihr? So, das ist das Erste. Dann, viele ziehen von dort weg wegen Arbeit. Es gibt nicht so viel Arbeit dort. Und viele pendeln zwischen Hamburg und Schwerin. Das ist schon jahrelang so gewesen. Ich weiß das. Es ist nicht so einfach, in Schwerin überhaupt zu leben. Daher sage ich ja auch, Schwerin hat sich überhaupt nicht verändert. Vom Klima hat sich das nicht verändert, weil früher war es genauso wie jetzt. Ausländer? Geht nicht. Nein, was sind das? Ausländer gibt es bei uns nicht. Die gehören bei uns nicht hin. Die brauchen wir nicht. Die müssen ganz weit weg, ganz weit weg. Ist einfach so. Die sollen zu uns nicht kommen. Nein, warum? Wir brauchen keine Ausländer. Ausländerfeindlich. Deswegen meinte ich, sind wirklich die, nicht alle, aber die meisten. Ja? Wir brauchen nicht mehr Flüchtlinge. Nein, wir haben hier doch schon genug. Und warum brauchen wir noch mehr Flüchtlinge? Nein, brauchen wir nicht. Die sollen bloß da bleiben, wo der Pfeffer wächst, auf Deutsch gesagt. Das ist meine Meinung. Und das ist das Problem. Und das ist auch das, was ich meine. Die sind stehen geblieben. Die werden sich nie verändern. Nie in ihrem ganzen Leben. Die waren früher so und werden immer so bleiben. Die werden immer so bleiben. Die sind seit der Wende auf einem Fleck stehen geblieben. Und von dort kommen sie nicht zurück. Leider. Okay, das wollte ich euch ein bisschen mitteilen. Deswegen sage ich immer, ich bin froh, dass ich von Schwerin weg bin. Also das ist nicht meine Stadt. Ich bin immer froh, wenn ich wieder zurück im Langen bin, also hier wieder zu Hause bin. Da fühle ich mich viel wohler als da. Ich fahre immer nur noch wegen meiner Mutter hin. Naja, okay, ich würde mich freuen, wenn euch das Video gefallen hat. Könnt ihr mir gerne einen Daumen nach oben geben. Sogar meinen Kanal abonnieren. Und übermorgen, da habe ich frei, da kommt ein neues Video. Assalamu alaikum, bye bye. Achso, ja, es soll ja jetzt sturmtief rüberkommen über Deutschland, ne? Mal schauen, wie schlimm das wird. Naja, Assalamu alaikum.